Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Und wir sind unterwegs in Baumgarten, bei der Baumgarten-Map. Und haben uns jetzt mal die Linie 19 ausgeguckt und den alten guten Stadtbus gewählt. Ja, so sieht er aus. Der steht noch auf Betriebsfahrt, kann man aber so nicht sehen. Ich mag einfach mit dem fahren. Fällt hier so richtig aus dem Rahmen. Aber gibt's Schlimmeres. Stock im Auge zum Beispiel. Und jetzt wollen wir die Linie 19 mal versuchen, die ich auch überhaupt gar nicht kenne. Aber ich glaube, da geht einiges mit der 17 konform. Wir sind bis jetzt noch 16 Minuten in der Verfügung. Das heißt, ich muss noch so ein bisschen die Zeit umstellen, also die Zeit vorstellen. Und dann können wir auch gleich loslegen. Ja, okay. Fahre ich mal ein Meterchen vor, da ist dann der Einstieg schon, wenn ich dann die Bremse rausgenommen habe. So, das wäre hier. Jetzt muss ich gucken, wo geht's denn eigentlich hin? Dazu gucke ich jetzt erstmal auf den Plan. Ne, der ist da. Da, Ikea West steht da was und Eisenwerkstraße. Und jetzt gucke ich mal, was kann ich denn schildern? Ikea West, da, so einfach ist das. Das wird er sicherlich auch nicht tun. Nein, die Stadtbus-Rollschildanzeigen hat er nicht drauf. Ist ja nicht schlimm, aber ich glaube, die Fahrgäste können das trotzdem lesen. Ich stelle jetzt mal die Zeit vor. Wir haben loszufahren. Da sind wir. Um 13.10 Uhr. Dann stelle ich jetzt mal auf 13.07 Uhr oder sowas. So, na, uns hat er nicht an. Aber jetzt. So. Also 13.08 Uhr. Schwupps, und da sind Leute, ne? Und nicht wenig. Oh, war ja. Hallo. Hallo. Oh ja, Entschuldigung. Hallo. So, eine Tageskarte. Hallo. Da. Guten Tag. Hallo. Bitte. So. Ist denn der Bus schon voll? Nee, aber doch schon gut gefüllt. Doch, ja. Gefällt mir. Hoffentlich heißt es nicht, da hätten sie aber mal ein Gelenkbus nehmen können. Das ist aber ein bisschen knapp. Ihr kann ja gar nicht mehr einsteigen. Ja, so ein Spruch fehlte noch, ne? So. Versuchen wir's. Ich kann irgendwie nicht richtig die Schilder sehen. Ich muss gucken. 17 und 19 geht beides da lang. Okay. Muss ich jetzt echt aufpassen. Bis jetzt habe ich hier noch keine Anzeige. Was sagt er denn, wo ich als erstes hin muss? Wilhelm-Meyer-Straße. Kugelbuchplatz. Das hatten wir bisher auch so gehabt. Anton-Meyer-Park. Ja, ist bis jetzt erstmal gleich wie beim letzten Mal. Ich kenne den Unterschied auch nicht. Lass uns überraschen. Dumm, die dumm, na bitte. So. Wir haben 0,4 Minuten Verfrühung noch. So, und da kommt wieder diese blauen Markierungen. Da habe ich von einem Zuschauerkommentar gelernt, das bedeutet Kurzparkerzone. Auch nicht schlecht. So. Nächster Halt, Wilhelm-Meyer-Straße. Sitzen wir gleich wie im ersten Stock hier, ne? Im Vergleich zu den anderen Bussen. Irgendwie voll cool. Ist so wie mit dem Eurotruck-Simulator-Truck im OMSI rumfahren. So. Gott sei Dank können die ja auch die Geheimschrift lesen, die ich hier habe. Stellen wir uns einfach vor, das Ziel würde da deutlichst stehen. Na? So. Hallo. Hallo. So, und weiter. Mal gucken, bis was Neues kommt. Da müsste es wieder diese Kugel. Da steht's. Nächster Halt, Kugelbuchplatz. Das heißt, ich muss hier abbiegen. Hätte ich fast übersehen.
Straßen sind so leer. Da wollte ich doch mal was einstellen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Vielleicht ein bisschen mehr Verkehr ist. So, rechts, dann links. Das ist doch dieser Kugelbuchplatz. Zeit, 1,4 Minuten Verfrühung. Ja, ich bin flott unterwegs mit meinem Stadtbus, den ich schon ganz gut kenne. Zack, und trotzdem noch den Bordstein getroffen. Ist ja nicht so schlimm, die alten Dinger, die sind robust. Hallo. Hallo. Schönen guten Hallo. Tag. Schönen guten Tag, guten Tag. Hallo. Hallo. Freundliche Baumgärtner. Voll, wa? Oh ja. So. Weiter. Ach, jetzt kommt dieser U-Bahn-Bereich, dieser U-Bahn-Bus-Bereich. Da müsste man mal mit dem Doppeldecker rein. Ich glaube, das passt gar nicht, oder? Oder? Ach, da fahren doch auch Autos. Ich dachte, hier dürfen nur Busse fahren. Oder ist das eine Mautstrecke hier? So, mach auf. Und los geht's. 60 darf ich hier. Nächster Halt. Anton-Meyer-Park. Ich traue mich gar nicht so schnell zu fahren. Ist ein bisschen eng hier. Fahre ich sonst gegen die Mauer? Kaum habe ich es gesagt, habe ich wohl die Mauer gestriffen. Ich darf hier gar nicht. Also 60 geht gar nicht. Ja, nur ist genug gemeckert. Jetzt halt mal den Rand da hinten. Ist ja schlimm. Anton-Meyer-Park haben wir hier. So. Hallo. Hallo. Bis jetzt ist alles noch gleich mit der 17, würde ich sagen. Also hier bin ich doch lang gefahren. 17 und 19 immer noch gleich, ja. Da muss ich aufpassen. Die Steigung, die kommt ziemlich plötzlich. Ist auch nur 30 erlaubt hier. Ich kann mir das leisten, vorsichtig zu fahren. Wir haben 1,7 Minuten Verfrühung gerade angezeigt. Nächster Halt übrigens Menzinger Straße. Das ist jetzt hier schon. Ah ja, da muss ich relativ nah ranfahren. Das ist sonst so eine unheimlich hohe Stufe. Ich hoffe, das kriege ich so hin. Muss ich gleich mal kontrollieren. Dass die Leute keinen Ausfallschritt machen müssen. Nein, das geht gut. Hallo. 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 Und jetzt gucke ich doch mal von außen, ob ich da vielleicht doch zu nah rangefahren bin. Möchte ich schon wissen. Von vorne. Oh, das sieht gut aus. Ja, perfekt. Jetzt muss ich dann nur vernünftig auch wieder wegkommen, indem ich direkt einschlage ein bisschen. Genau, dass ich nicht noch gegen den Bordstein fahre. Das sind so Dinge, glaube ich, die im Realen auch ein bisschen schwierig sind manchmal. So. Nächster Halt, Rennweg Finanzamt. Rennweg Finanzamt, nicht Rennweg. (lacht) 30 ist hier nur erlaubt. Okay. Oh, ein bisschen langsamer werden. Und hier sind wir auch schon. Rennweg Finanzamt. Hier muss ich jetzt wieder möglichst nah ranfahren. So. Hallo. Hallo. Ja, funktioniert. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler. Einzelfahrt Kind. Sehr gut beschriftet, die Tickets. Da kann man gut sehen. Was kostet 1,70? 2, 3, 5. Bitte. Zack. Und weiter.
Nächster Halt, Hauptbahnhof. Ja, weil sofort die Mauer kommt am Straßenrand, muss man echt aufpassen, dass man da nicht ranschrammt. Wie es mir ja vorhin schon mal einmal passiert ist. So, nah ran. Ja, sollte so gehen. Hallo. Sieht gut aus. Da kommen die schön gerade reingelaufen und machen nicht erst noch diesen Ausfallschritt. So einen normalen Einzelfahrt. 2,70, 3, 5 und nochmal 5. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Passt ihr hier alle noch rein? Holla, ist hier was los. Wow, ganz schön voll der Bus. Finde ich gut. So, jetzt haben wir die Verfügungszeit fast ganz aufgebraucht. Habe ich vielleicht, es steht noch 17. Bin ich jetzt die falsche Strecke gefahren? Ich hoffe nicht. Muss darauf aufpassen, dass ich die 19 fahre. Mal gucken, wenn die nächsten Schilder kommen. Ufergasse Bahnhofsvorplatz als nächstes. Ah, das ist mit der Schranke hier. So. Und die Haltestelle ist hier. Und da muss man beim Gelenkbus aufpassen, dass man weit genug vorfährt, dass da nicht der Popo hinten unter der Schranke bleibt. Die geht nämlich dann runter. Und wenn man dann wieder losfahren will, dann meckern sie, man hätte einen Unfall gemacht. Das sind so die kleinen Gemeinheiten von OMSI. Aber hier ist ja niemand. Aber aussteigen wollte jemand, ne? Ein Kind. So. Mal gucken, wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss erstmal geradeaus, würde ich sagen. Auch noch gemeinsam die 17 und 19. Bis jetzt ist noch alles gemeinsam. Toben. Man kann sich hier richtig austoben. So, da sehe ich jetzt nichts. Okay. Nächster Halt ist Buchlechner Straße. Wir sind zeitmäßig 0,2 Minuten in der Verfrühung, also ziemlich genau pünktlich. Oh, Leck. Leck, Leck, Leck. Okay, aber erstmal haben wir hier eine rote Ampel. Da wird sie schon grün. Wunderbar. Ja, hier ist ordentlich Szenerie. Ist vielleicht der Grund, warum es gerade geleckt hat etwas. Ich fahre auch mit einer extremst hohen Auflösung. Das kann natürlich auch was ausmachen. War nix. Ja, dann gleich weiter. Das hätte ich ja vielleicht auch merken können. Okay. So. Immer noch leicht in der Verfrühung drin. Das ist gut. Nächster Halt ist Reithofplatz. Da ist es schon. Da haben wir auch Leute, die einsteigen wollen. Bin ich denn auch richtig? Jetzt muss ich doch mal glatt gucken, hoppala. Welches meine sind? Ich gucke jetzt mal eben. Was kann ich da sehen? Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da stehe ich. Da stehe ich und da muss ich mal so gucken. Die 19, die erste Ausfahrt. Hier wird sich das trennen. Da kommt dann was, was wir noch nicht gesehen haben. Aber bevor ich die Leute reinlasse, drücke ich die Pause rein. Und die Zeit ist nämlich soweit abgelaufen. Ich sage, wenn es euch gefallen hat, dann drückt mir ein Like rein. Und oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und morgen kommt dann mal eine Strecke, wie es aussieht, die wir bisher noch nicht gesehen haben.
denn hier trennt sich gleich die Linie 19 von der 17 ab. Bis dann, bye bye und tschüssi.